Hallo Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play One Piece Pirate Warriors 3. Die haben wir beide schon gespielt. Die haben wir alle schon gespielt, außer Sabo. Die müssen wir irgendwann nochmal spielen. Die haben wir alle schon gespielt. Und hier haben wir alle schon gespielt, außer Marco und Ace. Und ich würde sagen, wir gehen dann erstmal mit Ace ran. Berry-Wachstum. Machen wir wieder 20, ne? Machen wir wieder 20. Können wir auch ein paar Münzen verwenden. Alle rein hier. So. Da fehlt uns noch die Vivre-Card. Die von Raleigh aber und nicht die von Ace. Aber ansonsten können wir eigentlich starten, ne? Und da sich beim letzten Mal Sitomaru sofort bewegt hat, dass wir gegen sie kämpfen können. Die ist ja quasi so ein Charakter, der in kurzer Zeit wieder verschwindet. Oh, Level 25, verdammt. Da müssen wir nochmal zurück und nochmal weiter leveln. Hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Traumlock. Ace. Berry-Wachstum. Dann machen wir halt 30 draus. Und kämpfen jetzt gegen Sentomaru. Und dann gehen wir auf unserem Weg weiter Richtung Moria und Richtung Mihawk. Warte, empfohlen ist Level 35? Ich vor YouTube habe 25 gelesen, okay. Dann müssen wir doch nochmal weiter leveln. Könnte dann doch ein etwas längeres Kapitel werden diesmal. So, da haben wir doch wieder sehr viel Geld ausgegeben. Dann hätte ich vielleicht doch lieber mit Sabo spielen können. Jetzt ist es 45! Moment, je höher wir leveln, umso höher ist der Schwierigkeitsgrad hier. Verdammt, hätte ich das gewusst, dann wäre ich doch bei 10 geblieben. Vollidiot. Oh, hätte ich drauf achten müssen. Verdammt, jetzt habe ich umsonst ganzen Berries ausgegeben, die ich irgendwann bestimmt nochmal gebraucht hätte. Allein, wir haben ja schon Level 100er empfohlenes da. Was wir, glaube ich, nicht machen werden, leider. Ich hoffe, dass in der normalen Story kein Level 100er empfohlen wird. Weil ganz ehrlich, bis ich Level 100 bin mit einem Charakter, dann muss ich 15 Stunden offscreen spielen und das kann ich leider zeitlich nicht bewältigen, das geht nicht. Selbst mit dem Berry-Wachstum können wir nur so hochleveln, wie unser höchstgelevelter Charakter ist. Das ist, glaube ich, momentan 46. Das ist ein bisschen viel. Also das Level hier dauert sowieso maximal 10 Minuten, wie es aussieht. Ich glaube, wir haben allein durch unsere Münzsituation mit Ace momentan wenig Chancen. Wir versuchen unser Bestes. Wir waren im Story-Modus auch schon öfter mal 5 Level underleveled. Immerhin haben wir Robin als Verbündete. Und nimm das. So, Mr. One ist weg. Dann zurück und unsere Freunde da unten verteidigen. Okay, das Level scheint aber echt schwer zu sein. Wir haben echt nicht viel Zeit. Also da ist ein Marinekommandant, den wir besiegen müssen. So. Weg. Der kann am besten auch mal verschwinden hier. Ich sag, du sollst verschwinden. Also, weg! Gut.
Oder bin dann auch gelevelt und sonst haben wir noch einen wieder im Team. Die brauchen wir nicht unbedingt. Das ist Robin schon eine bessere Sache. Wieder, also halt eigentlich alle Charaktere, die im Manga und im Anime seit 5 Jahren nicht mehr aufgetaucht sind, sind natürlich von der Stärke her, von der Einschätzung, wie man sie jetzt von der Stärke her einschätzt, eigentlich ziemlich mager. So kommt es mir in diesem Spiel tatsächlich auch vor. Während die Charaktere, die neu aufgetaucht sind oder neuer wieder dabei sind, wie zum Beispiel auch in Smoker und so, die hat man halt schon gesehen, wie die sich in letzter Zeit entwickelt haben. Und sind dementsprechend natürlich auch wieder stärker geworden, wie auch ein Crocodile und Co. oder all die allgemein an dieser Schlacht teilgenommen haben, da in Marineford. Von denen hat man halt ein viel besseres Einschätzungsvermögen, welche Stärke sie mittlerweile haben. Und vor allem nach dem 2-Jahres-Timesprung da, also nach dem 2-jährigen Zeitsprung, den wir da gemacht haben, sind die natürlich auch alle, nicht nur die Strohhutpiraten stärker geworden, sondern halt auch alle anderen Gegner auch. Weshalb man natürlich erstmal wieder die ganzen Charaktere von vorher treffen muss, bevor man einschätzen kann, inwiefern sie jetzt stärker geworden sind oder nicht. So Charaktere, von denen man eigentlich denkt, dass sie nicht mehr auftauchen werden, wie ein Arlong oder wie ein Captain Black oder wie ein Don Krieg. Oder halt auch wie ein Alvida. Die wird man bestimmt irgendwann mal in Buggy's Crew mal wieder sehen. Aber von denen denkt man halt eher so, ja, brauche ich nicht. Können eh nichts. Feuer gegen Magma, das hatten wir ja schon im Marineford. Da hat Ace ja eigentlich wenig Chancen. Aber wir versuchen unser Bestes. Es kommt ja nicht nur auf die Teufelsfrucht an, sondern auch auf das kämpferische Können. Die Zeit läuft aber weiter. Obwohl wir alle Gegner besiegt haben. Endboss aufgetaucht. Und das wussten wir bereits, dass der Endboss sein sollte, weil das ist ja der Steckbrief, den wir hatten. Also beziehungsweise der Gegner, den wir auf der Overworld verfolgt haben, weshalb wir überhaupt erst hier angekommen sind. Wir haben noch 4 Minuten, sie zu besiegen. Sollte drin sein. Ich sag immer sie, es ist ein R, ich weiß, aber es spricht wie eine sie, es sieht aus wie eine sie. Ich kann es nicht R nennen. Also, da oben bist du. Yotomaru. Guten Tag. Ausgerechnet Yotomaru ist der Endboss. Der ist immer besonders nervig, weil er halt so viel Defensive hat. Also man kann da 5 Jahre auf den einen prügeln und der verliert nicht wirklich viel Leben. Vor allem unter Zeitdruck ist es ein bisschen ärgerlich. Aber sollte hinhauen. Wenn es so weitergeht wie jetzt. So. Und so. Und natürlich auch so. Das sind Tomaru! So. Und
Nimm das doch immer. Wow, ich glaube, zwei von unseren drei Attacken sind daneben gegangen. Deswegen hat er überlebt. Dann gehen wir dich jetzt. Man sieht die Gegner nur die, aber ich muss ja auch ein bisschen rushen hier. Leider viel zu hoch gelevelt haben wir mitgekriegt, aber trotzdem haben wir es geschafft. Die seltene Münze, die man nur hier kriegt. Einfügen brauchen wir da nichts mehr. Und dafür ist das Geld ziemlich ordentlich, was wir dafür gekriegt haben. Aber hätte ich gewusst, dass sie halt mitlevelt mit Sentomaru, dann hätte ich es halt so nicht gemacht. Mehr Gegenstände sind im Berry Shop verfügbar. Also eigentlich heißt das jetzt CP9 gegen Weltregierung. Das Kapitel haben wir jetzt einfach mal übersprungen, wie es aussieht. Episodenwalle zwingen. Egal. Unser Auftrag wird jetzt sein, hier weiterzugehen. Wir wollten erstmal die rechte Seite abarbeiten, bevor wir uns auf die linke stürzen. Und dafür gehen wir ins Hauptmenü zurück. Weil wir einen neuen Charakter wollen natürlich wieder. Und um hier alle abzuschließen, müssen wir noch Marco nehmen. Und den nehmen wir jetzt auch einfach mal. So, Münzen verwenden, alles einfügen, was wir haben. So, und Berry-Wachstum, alles einfügen. Was waren jetzt empfohlen? Ich habe wieder nicht darauf geachtet, was empfohlen war. Ich mache einfach mal wieder... aus Instinkt 20. Und empfohlen war wahrscheinlich 15 wieder. 10. Wow. Warum hatten wir jetzt eben zwei 15er Level, wenn wir jetzt wieder nur 10er Level kommen? Ich dachte, der Schwierigkeitsgrad steigt dann eher. Aber vielleicht will das Spiel auch, dass man ein bisschen Charakter variiert und so weiter und so fort. Und weiß, dass man nicht ganz so viel, unendlich viel Geld hat, wenn man die Story vor allem noch nicht abgeschlossen hat. Deswegen bleibt es wahrscheinlich erstmal ein bisschen niedriger. Marco hat ja eine der legendären Teufelsfrüchte. Und die sehen wir jetzt in Aktion. Die Phönixfrucht. Und er spielt sich immer noch genauso wie in Pirate Warriors 2 und da war er auch schon overpowered. Wir müssen wieder Gebiete einnehmen, wie beim letzten Mal schon. Und damit die Verbündeten verteidigen müssen, werde ich die Gegner, die mir auf dem Weg, über den Weg laufen, halt auch erledigen. Hallo, Arlo. Oh, jetzt springt er echt noch an uns vorbei. Ah, wir haben ihn doch ein bisschen erwischt. Immerhin das. Verdammt, in die falsche Richtung geguckt. Mann. Okay, aber trotzdem erwischt. Aber irgendwie kein Damage gemacht an Arlong. Das Problem an der Mobilität, die Marco hat, ist, dass man damit extrem schnell Gebiete einnehmen kann, aber extrem schwer gegen einzelne Gegner kämpft, wenn man einfach immer an denen vorbeispringt. So, geht doch. Also, los geht's. Wisst ihr, man sieht halt einfach, wenn mit Marco hier so durch die Gegend fliegen, dann besiegen wir eigentlich fast alles, was hier in dem Gebiet so drumherum steht. Also zu so einem Gebiet clearen ist der einfach brillant. Natürlich müssen da auch Leute hier in so einem Gebiet drin sein, das ist jetzt momentan nicht gewesen. Aber um einzelne Gegner zu besiegen, ist der halt echt nicht so mega genial.
Aber klappt schon alles. So. Als nächstes geht's hier rein. Greenbit Südost haben wir damit gleich. Und dann gehört ja schon über die Hälfte von Dressrosa uns. Ich frage mich, warum auf der Brücke uns eben keine Kampffische angegriffen haben. Wahrscheinlich hatten die hier gerade Urlaub. Oder sind nicht im Spiel integriert. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, aber das glaube ich nicht. Das ist ja total, das ist ja das, die abwegigste Möglichkeit, warum die gerade nicht da waren. Okay, hier ist noch ein Anführer. Den muss man schnell loswerden. Den habe ich. Hä? Dich habe ich gerade erledigt, Mann. Ich wollte dich erledigen. So, jetzt aber. Kisar. Wir kennen uns ja schon. Aber jetzt sagt mir nicht, dass der 2 Zentimeter wieder zu weit hinten stand. Ja, wow. Leck mich am Arsch. Weg. Einfach quer rüberschießen. Ich glaube, wir treffen nichts, aber das heißt gar nichts einzusetzen. Er war nicht zu treffen, egal. Okta, du störst sie gerade ein bisschen. Also geh bitte. Es ist so kacke, mit Marco gegen einzelne Menschen zu kämpfen, die nicht von der Ecke hängen, wie Kizaru eben. Wenn die irgendwo in der Ecke festhängen, wie Kizaru, dann kann man die natürlich mega geil fertig machen. Aber so wird es halt schwierig immer. Marx! Kannst du mal bitte da vorne in der Ecke festhängen? Ja, der Ecke fürs Ding ist super. Danke, Bugs. Und einmal wieder rüberschießen. So. Und da fehlt noch ein Gebiet, dann können wir uns den Endboss schnappen. Dann müssen wir oben in die Spielzeugfabrik, beziehungsweise da zur Smile-Fabrik. Heute von New York zu Buggy und Krieg aufgetaucht. Mache ich gleich. Ich muss noch kurz den Untergrund Handelshafen Nord einnehmen.
dort, wo Flamingo nicht mehr Flamingo, sondern Joker ist. Deckname für illegalen Waffenhandel. Was die Marine natürlich nicht mitkriegen soll. Jetzt könnte er auch unter dem Namen Flamingo arbeiten. So. New York. Guten Tag. Da springt er in letzter Millisekunde zur Seite, ich glaub's nicht. Aber wir haben trotzdem ein bisschen erwischt. Oh, wow. Hat sich jetzt sehr gelohnt, bis ich das aktiviert habe. Schön, dass ich euch gerettet habe, Vollidioten. Vermutlich hier mit einem Flamingos Palast, oder? Yep, wieder. Wow, voll der Endboss und so. Da bricht ich Respekt vor dir. Ja, wunderbar, das ist auch mal schwer. So, dann verzieh dich doch mal. Du nervst doch uns nur beide. Hm? Du zögerst doch einfach nur vollkommen unnötig aus. Das kann man doch alles auch viel schneller regeln. Weg. Gut, und damit sind wir auch mit diesem Part durch. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir uns dann aber wirklich Moria schnappen. Da können wir dann, denke ich, mal Sabo für nehmen. Die brauchen wir nicht. Dann machen wir wieder den nächsten Part mit Sabo Moria platt. Und schalten dann wahrscheinlich Moria auch frei, richtig? Hm. Also auf der Map, ich glaube, die schwarzen Punkte sind die freischaltbaren Charaktere. Das wären 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 insgesamt. Am Anfang sind nur die ersten 5 hier freischaltbar. Davon haben wir ja bereits gesehen, Magellan, Moria, Mihawk und Whitebeard. Wer der fünfte ist, der ganz links, den habe ich noch nicht gesehen. Und in der nächsten Etage haben wir ja auch schon gesehen, ganz hinten ist Shanks, da vorne ist der Flamingo, Blackbeard ist in der Mitte und die beiden ganz links wissen wir auch noch nicht. Also 3 von den freischaltbaren Charakteren haben wir noch nicht gesehen, alle anderen schon. Gecko Moria wird gesagt beim nächsten Mal gemacht mit Sabo. Ich hoffe, ihr habt Spaß, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und auf Wiedersehen.